Persönliche Nachricht. 29. Juni 2019. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Herzbewohner von Jesus, wir kommen zu euch mit einer kurzen Erklärung, da wir Anfragen bekommen haben, warum die News von Jesus durch Schwester Claire so zeitverzögert in unserem Kanal erscheinen würden. Nun, dies ist mit einem Satz erklärt. Wir benötigen die englischen Texte, um übersetzen zu können. Und seit geraumer Zeit erscheinen die Texte mit einer Verzögerung von 5 bis 15 Tagen auf der Heartdwellers Webseite. Sobald wir die Texte haben, können wir mit der Übersetzung beginnen. Wenn die Übersetzung fertig ist, wird sie noch überarbeitet von einer zweiten Person. Dann folgen die Bildersuche und deren Bearbeitung, die Videos in Englisch und Deutsch im Videoprogramm vorbereiten, das Sprechen und Nachbearbeiten der Videos, Rendern, Hochladen auf YouTube, Veröffentlichen und die Aktualisierung der Webseite, was alles in allem, je nach Länge der Botschaft, einen Arbeitstag von mindestens einer bis zwei Personen in Anspruch nimmt. Dies nur zur Info, weil man das einem fertig hochgeladenen Video mit einer Länge von 10 bis 15 Minuten nicht einfach so ansieht. Wenn es einen kurzen, dringenden Gebetsaufruf gibt, werden wir bemüht sein, den englischen Text so rasch wie möglich aus dem Video zu holen, um ihn dann ins Deutsche übersetzen zu können. Aber für die regulären Botschaften müssen wir darauf warten, bis die englischen Texte auf der Webseite erscheinen. Und bezüglich seinen Botschaften durch Claire erklärt er, der Herr, hier wie jedes täglich seine persönliche, geistige Nahrung direkt von ihm bekommen kann. Jesus sagt, schaut, ihr wollt nicht von Claire abhängig werden für ein Wort von mir. Nein, werdet von mir abhängig für ein Wort. Ich bin immer mit euch, immer. Habt ihr vergessen, dass ich allmächtig bin? Das bedeutet, dass ich unbegrenzte Kraft habe. Ich bin in der Lage, alles zu tun. Denkt ihr, dass euch zu antworten außerhalb meiner Fähigkeit liegt? Natürlich nicht. Was euch fehlt, ist der Glaube. Der Glaube zu glauben, dass ich wirklich mit euch spreche. Der Glaube zu glauben, dass ich wirklich mit euch sprechen will. Ich schätze eure Gesellschaft und ich sehne mich danach, an jeder Facette eures Lebens teilzuhaben. Geht häufig zu euren Bibeln oder zur Online-Rema-Seite, um zu sehen, was ich in jedem Augenblick denke. Ich werde euch durch solche Mittel leiten. Ich werde euch inspirieren und stärken, ermutigen und auch korrigieren, wenn es nötig ist. Ohne Anweisungen werdet ihr bald zu einem schwankenden Schilfrohr werden, im Wind und so leicht aus der Bahn geworfen. Wenn ihr euch aber die Zeit nehmt, mich anzuflehen, mir zuzuhören, und wenn ihr die Hilfsmittel nutzt, die euch auf diesem Kanal gezeigt wurden, werdet ihr feststehen. Euer Fundament ist sicher. Ihr habt eure Wurzeln nicht mehr im Sand. Eure Wurzeln sind jetzt fest im Fels verankert. Der Link zur ganzen Botschaft findet ihr unterhalb des Videos. Dann kommt dazu, dass unser Kanal dazu dient, die göttlichen Offenbarungen durch verschiedene Gefäße zu verschiedenen Zeiten zusammenzuführen. Es ist also keine deutsche Kopie von Claires Kanal. Wir folgen der Führung des Herrn für unseren Kanal und wir veröffentlichen das, wozu er uns täglich inspiriert. Auch die Aufbereitung der älteren Botschaften dienen als frisches Manna für Neuankömmlinge und als Wiederholung und Auffrischung für die alten Hasen. Der Herr weiß gewiss am besten, was die Besucher unseres Kanals gerade brauchen. Ebenfalls lassen wir uns von ihm führen, welche von seinen neuen Botschaften durch Claire für unseren Kanal relevant sind. Eines ist klar, jedes Wort Gottes ist Leben, ob es vor 2000 Jahren, vor 3 Jahren oder gestern übermittelt wurde.
für jene, die unbedingt die News sofort zur Verfügung haben müssen. Der Vimeo-Kanal von Schwester Claire ist öffentlich zugänglich für alle. Den Link zu ihrem Kanal findet ihr unter unseren Videos auf YouTube sowie auf ihrer Webseite heartdwellers.org. Und wir empfehlen euch auch die Online-Rema-Seite auf unserer Webseite jesus-comes.com zu nutzen für eine persönliche Nachricht von Jesus. Wir geben uns Mühe, auch die Rema-Datenbank immer aktuell zu halten. Ihr könnt sie auch dafür nutzen, damit der Herr euch auf etwas Wichtiges aufmerksam machen kann, wofür ihr beten solltet, sofern ihr zu den Fürbittern und Gebetskämpfen gehört. Oder bastelt euch eine eigene Rema-Box, zum Beispiel mit einem Schuhkarton, und schreibt eure eigenen Remas auf, Bibelverse, Hinweise oder Antworten, damit der Herr euch auf etwas aufmerksam machen kann. Wir danken euch von Herzen für euer Verständnis und eure Geduld, und wir ermutigen alle, sich nicht nur die News, sondern auch die anderen Lehrgänge, Ermahnungen und Korrekturen des Herrn zu verinnerlichen. Es gibt in unserem Kanal über 3000 Videos mit Botschaften des Herrn, mehr als 1500 davon in Deutsch. Und auf unseren Webseiten gibt es noch vieles mehr in Textform. Dort gibt es auch viele Übersetzungen in andere Sprachen, die uns von unseren Brüdern und Schwestern zugesandt werden. Ganz herzlichen Dank allen Übersetzern, die ihre Zeit und Energie investieren, um das Wort des Herrn ihren Landsleuten zugänglich zu machen. Eure Arbeit ist so wertvoll. Der Herr segne euch. Unser Sohn Pascal nimmt diese Übersetzungen entgegen und baut sie auf der Webseite jesus-comes.com ein. Wir lieben unsere Arbeit, im Wissen, dass es vielen Brüdern und Schwestern dient und Freude bereitet. Der Herr schenkte uns auch die Gnade, dass wir die nötige Zeit und Energie haben dürfen, um dies nun schon mehrere Jahre ohne Wochenende oder Ferien durchhalten zu können. Wir danken euch auch von Herzen für eure Gebete und finanzielle Unterstützung, denn ohne sie könnten wir dies nicht Vollzeit tun. Der Herr segne euch alle. In seiner Liebe, Jackie und Theo mit Pascal.